Der Sportclub, und da geht es 100% um Vorarlberger Sport, und freut uns ganz besonders, dass die Sportlandesrätin heute bei uns zu Gast ist. Martina Rüscher, hallo. Hallo, freut mich, danke für die Einladung. Ja, es gibt 52 Verbände in Vorarlberg, die Sport betreiben. Wenn man 52 Verbände hat, hat man hunderte oder sogar tausende Vereine, die im Einsatz sind, und tausende Sportlerinnen und Sportler. Vorarlberg ist ein richtiger, zwar klein, aber ein großes Sportland. Kann man das so sagen? Ja, das kann man ganz sicher so sagen. Also wenn man sich diese aktive Vereinslandschaft ansieht, dann sieht man, da ist einfach für jeden und für jede etwas dabei. Und unser Ziel ist, dass wir allen Athletinnen und Athleten, die einerseits an die Spitze kommen wollen, diese Wege ebnen, aber vor allem auch Menschen einfach in Bewegung bringen. Und ich bin überzeugt, jeder und jede, die sich bewegen möchte, die findet in Vorarlberg einen tollen Anker. Und wir haben super starke Vereine, sehr engagierte Funktionärinnen und Funktionäre. Und das ist unsere Aufgabe, einerseits die gut zu unterstützen, aber dann auch diese Brücke zu bieten, damit man sie auch findet, wenn man sie sucht. Ja, und am Ende des Tages, wenn wir jetzt vielleicht beim Spitzensport zunächst bleiben, am Ende des Tages sind es dann Erfolge, sind es Triumphe oder auch Niederlagen, die man verarbeitet. Jetzt hat man einen Winter heuer erlebt, derart erfolgreich, glaube ich, kann man aussagen, ist man ganz selten. Mhm. Vorarlberg hat sich international von der allerbesten Seite präsentiert. Ist natürlich auch ein bisschen Lohn, viel Arbeit, egal ob es jetzt bei den Trainerinnen und Trainern ist oder bei den Sportlern? Ja, das ist ganz sicher so. Also diese Olympiasaison, Sommerspiele, aber natürlich vor allem auch die Winterspiele, das ist phänomenal, und ich freue mich einfach für alle, zuerst einmal für die Athletinnen und für die Athleten, weil da stehen ja hunderte, tausende Stunden, Trainingsstunden dahinter, Rückschläge, die man verarbeiten muss, wo man wieder aufsteht, sich wieder motivieren muss, wieder weitermachen. Und das ist deren Erfolg und ganz alleine einfach deren Erfolg. Aber es gibt viele helfende Hände, die dazu beitragen, und dafür freue ich mich natürlich auch. Also beginnend von den Eltern, die einmal ihre Kinder Sport betreiben lassen, sie dann unterstützen, wenn sie stärker einsteigen, zu Vereinen gehen. Das ist ja ein Riesenaufwand. Man muss sie dann hinfahren, einkleiden. Also das braucht auch Zeit und Engagement der Familie. Dann engagierte Vereine, da brauche ich Funktionäre und Funktionärinnen im Hintergrund, dass der Verein überhaupt existiert, aber sehr gute Trainerinnen und Trainer, die die Kinder motivieren, die eher multisportiv, wenn sie jung sind, sie für die Bewegung begeistern, aber dann die Talente erkennen, gezielt fördern. Fachverbände, die wiederum ihre Vereine gut begleiten, auch Dachverbände natürlich dahinter. Und ab einem gewissen Bereich, auch bei uns in Vorarlberg, das Team des Olympiazentrums, die dann sagen, diese Einzelspitzensportathletinnen und Athleten, die einen besonderen Rahmen brauchen, die begleiten wir mit allem, was sie brauchen, sei es nach der Verletzung wieder Therapie etc. oder bestimmte Rahmenbedingungen beim Training oder besondere Konzepte für Wettbewerbe, Flugreisen etc. Also wir haben die Sportwissenschaft mit an Bord, Ernährungswissenschaftler, und es ist so ein engagiertes Team, die sich Tag und Nacht mitfreuen mit diesen Erfolgen, und alleine deren Freude zu sehen, das erfüllt einem schon das Herz wirklich mit Freude. Das haben wir noch gesehen, Olympiazentrum vor allem extrem wichtig, Vorzeigemodell in Österreich, sagen auch die Kollegen von den anderen Olympiazentren. Wenn man nur hernimmt, den Elise Kapaurer oder andere Sportlerinnen und Sportler, die schwer verletzt waren. Ohne diese Unterstützung hätten die gar nicht mehr beginnen können oder den Sport zu machen. Und umgekehrt eben dieses Spitzensportmodell, dass man hier trainieren kann, dass man hier eben diese ganzen Möglichkeiten auch kriegt, sich professionell betreuen zu lassen. Jetzt werden aber Vereine auch unterstützt. Es sind ja nicht nur die Sportlerinnen und Sportler, sondern vor allem auch Vereine haben die Möglichkeit, das in Anspruch zu nehmen. Ja, also wir haben das Olympiazentrum so aufgebaut, dass dort insbesondere die Einzelspitzensportathletinnen und Athleten besonders begleitet werden. Zudem gibt es aber eine zweite Säule, das ist die Fachverbandsunterstützung. Weil wir möchten nämlich, dass diese Fachverbände ihre einzelnen Vereine, die dann quasi dann in ihrer Führung oder in ihrem Bereich liegen, wirklich gut entwickeln und begleiten können. Und dort haben wir verschiedene Fördermodelle auch entwickelt, und es geht sehr nach Leistung. Also wenn ein Fachverband sagt, ich habe einen roten Faden, ich beginne vom Nachwuchs, ich schaue und kümmere mich darum, dass wirklich dieser Weg bis hin zur Spitze geebnet wird, wir haben gute Konzepte, gute Trainer, wir investieren in den Nachwuchs, dann unterstützen auch wir seitens des Landes diese Fachverbände stärker. Es gibt auch ein externes Gremium, die das mit uns gemeinsam bewerten.
Und ich glaube, es ist ein guter Förderanreiz. Aber das Wichtigste ist, dass im Olympiazentrum auch das fachliche Know-how dann da ist, dass diese Fachverbände von Sportwissenschaftlern, aber auch weiteren Expertinnen und Experten gut begleitet werden, wenn sie es wollen. Es ist immer freiwilliges Angebot. Und wir entwickeln dort wirklich, wir haben da Fachverbände, die extrem neue und gute Aufbauarbeit leisten. Also im Moment gerade die Kletterer zum Beispiel, oder die haben ein junges Team am Start, die könnten bei den nächsten Olympischen Spielen wirklich was erreichen, sind aber auch bereit, selbst als Fachverband da stark einzusteigen und entwickeln Projekte und Programme. Und wir können zwar nur den Rahmen liefern, aber den liefern wir dann gerne. Sind wir wieder beim kleinen Bundesland, aber wenn man hernimmt, die Skifahrer stehen im Mittelpunkt, es sind oft zwei, drei Sportarten, die natürlich aufgrund der Medialisierung ganz oben stehen, aber es gibt viele Verbände aus Vorarlberg, die haben Sportlerinnen und Sportler, die irgendwo Europameister werden, die in Randsportarten WM-Titel holen und Medaillen. Das wird ja auch ausgezeichnet immer, da gibt es einmal im Jahr so eine große Feier, wo diese Ehrungen sind, und zum anderen gibt es halt die Sportlerinnen und Sportler des Jahres. Aber solche Verbände werden bei euch genau gleich unterstützt, wenn jetzt vielleicht ein bisschen auf eine andere Art, aber kriegen die gleiche Unterstützung. Absolut. Also sie sind alle im selben Rahmen dahinter und auch werden im selben Rahmen unterstützt. Natürlich hängt es auch von der Anzahl der Vereine ab, von der Anzahl der Athletinnen und Athleten, die dann im Hintergrund stehen. Aber grundsätzlich haben wir alle Fachverbände dieselben Möglichkeiten und sie bekommen dieselbe auch inhaltliche Unterstützung. Wir freuen uns, wir wollen ja den Sport gesamthaft in Vorarlberg weiterentwickeln. Und ich finde, es ist vor allem wichtig, einmal bei den Kindern zu beginnen und sie multisportiv einfach mit Freude in die Bewegung zu bringen. Dann erkennt man schon, wer hat wo einen besonderen Anreiz, ein besonderes Talent. Dann brauche ich aber halt eine gute Struktur, um diese Kinder durch die Vereine dann auch zu begleiten, über die schwierigen Phasen, Pubertät etc. dorthin zu bringen. Aber irgendwann kommt ja der Punkt, da brauche ich höchst professionelle Unterstützung. Und die ist im Olympiazentrum einfach gebündelt. Wir haben dort auch ein eigenes Nachwuchskompetenzzentrum entwickelt, gemeinsam mit der Wirtschaftskammer auch, was uns sehr freut, und der Bildung, weil es darum geht, dass junge Athletinnen und Athleten, die sollen das mit ihrer Schullaufbahn, mit ihrer Lehre gut verbinden können. Und wir versuchen halt, wir sind klein, aber wir haben diese Kompetenzen, die wir haben, die versuchen wir gut zu bündeln, alle an einen Tisch zu holen. Und wie man sieht, ich freue mich auch für das Team, die haben das in den letzten 10 Jahren sehr, sehr stark entwickelt und ernten jetzt die Erfolge. Und das freut mich auch für dieses Team. Ja, Sportlandesrätin Martina Rüscher zu Gast im Sportclub. Wir haben jetzt ein bisschen das Thema Spitzensport gestreift. Der Breitensport, der Amateursport, der hat relativ gelitten in der Zeit, als Corona begonnen hat, als die Pandemie gekommen ist. Auch viele Jugendliche haben aufgehört. Das merken auch viele noch. Jetzt ist das aber ein wichtiger Bestandteil im Rahmen auch des Sportkonzeptes, der ganzen Struktur, diese Vereine und Verbände. Wieso das Gefühl? Haben Sie sich langsam erholt? Wird es besser? Geht es wieder zur Normalität? Ja, also die Rückmeldungen, die wir bekommen, die sind sehr unterschiedlich. Es hat Vereine gegeben, die haben extrem profitiert, zum Beispiel Tennis, also die immer weiterspielen konnten aufgrund der Rahmenbedingungen oder lange Zeit weiterspielen konnten, die haben einen richtigen Boom erlebt, jetzt gerade Padel-Tennis und alles, was dazu gehört. Und andere haben wirklich durch diese starken Unterbrüche sehr gelitten. In der Regel, so bekommen wir die Rückmeldungen, sind die jungen Athletinnen und Athleten da, aber die Ebene der Funktionärinnen und Funktionäre, die hat auch erkannt, dass es ganz fein ist, am Abend auch einmal zu Hause zu sein und nicht immer quasi für den Verein sich zu engagieren. Und darum haben wir da jetzt auch ein großes Projekt gestartet. Wie schaffen wir es, dieses Ehrenamt, zu stärken, wieder neue Modelle zu finden, von anderen, die das sehr gut machen, zu lernen, und haben einen großen Prozess gestartet, wiederum mit breiter Beteiligung der Fachverbände, was uns natürlich sehr hilft. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, das Bewegungsverhalten hat sich sehr verändert. Und wie sollen unsere Kinder und Jugendlichen diese Freude an Bewegung wieder kennenlernen, wenn wir Erwachsenen das nicht tun oder wir Eltern das nicht tun? Das heißt, wir sind auch alle angehalten. Wir haben auch gesehen, dass die Gesundheit einen hohen Stellenwert hat bei uns. Und es fällt einem meistens dann auf, wenn man nicht mehr gesund ist. Und darum ist es für mich persönlich eine der wichtigsten Erfahrungen auch aus dieser Pandemiezeit, dass wir
den Fokus auf die Gesundheitsförderung und auf die Gesundheitsvorsorge lenken müssen. Also wenn ich gesund bin, was kann ich dazu tun, um gesund zu bleiben? Und da haben wir so eine breite Palette an Bewegungsmöglichkeiten. Und Bewegung ist halt einmal Prävention Nummer eins, um gesund zu bleiben, auch psychisch gesund zu bleiben. Da sollten wir alle Akzente und Kräfte bündeln. Aber das Vereinsleben, das ist eigentlich das Fundament, das später einmal Spitzensport betrieben werden kann. Hat man natürlich auch bemerkt und sehr viel dort getan. Jetzt gibt es ja also ein Sportkonzept, ein Strategiepapier auch schon auf viele Jahre hinaus. Ist da alles integriert? Ja, wir haben diese Vorarlberger Sportstrategie, habe sie da auch mitgebracht, bitte. Schön. Gerne. Danke. Haben wir jetzt wieder die nächsten 5 Jahre verlängert, haben sie inhaltlich überarbeitet und wir versuchen dort auf den bewährten aufzubauen. Also wir haben die letzte Sportstrategie 2015 bis 20 als gut befunden, als sehr gut befunden. Man sieht es auch jetzt und wir müssen einfach das weiterentwickeln, was da ist. Und es sind auch neue Akzente, neue Formate darin. Also welche Rolle spielt Digitalisierung im Sport, um Menschen zu vernetzen, um Menschen in Bewegung zu bringen, aber auch neue Sportarten. Wie schaffen wir es, junge Menschen in Bewegung zu bringen? Was sind Formate wie Open Gyms? Also wie kann ich eine halbe Stadt in ein neues Fitnesscenter von der Trendsportart mit guter Musik bis hin zur klassischen Sportart verwandeln und damit junge Menschen quasi wieder inspirieren, doch sich zu bewegen. Oder wir bauen ja auf der Marke Vorarlbergs, 2035 chancenreichster Lebensraum für Kinder zu sein. Wie bringen wir Kinder in Bewegung und haben zum Beispiel jetzt 2 Pilotregionen am Start, mit denen wir im Herbst starten werden, mit der täglichen Bewegungseinheit für Kinder und Jugendliche in Kindergärten und Schulen. Also man sieht, wir fokussieren dort sehr stark in der Breite, aber ebenfalls im Spitzensport mit dem Olympiazentrum, auch dort haben wir viel vor. Man weiß, die Infrastruktur fehlt uns noch etwas, also wir haben schon sehr viel erneuert, aber dieses große Ganze, müssen wir uns jetzt einfach konzentrieren. Ja, können wir mal zeigen auch natürlich, das ist so. Wir waren ja bei der Präsentation mit dabei in Altach, wo es präsentiert wurde. Dort hat man auch gesehen, es hängt natürlich auch sehr viel von den Funktionärinnen und Funktionären ab, weil wenn die nicht funktionieren, dann kann natürlich das Ganze auch nicht umgesetzt werden. Und dort wiederum schaut man, dass vor allem diese Trainerinnen- und Trainerausbildung, Funktionärsausbildung sehr stark forciert wird und gefördert. Da gibt es ja mittlerweile richtig viele im Vorarlberg auch, die so über Jahre den Weg von Lehrgängen und so weiter gegangen sind. Ja, wir versuchen dort auch ein gutes Konzept anzubieten. Wir haben also es ist uns wichtig, dass die Vereine, die Nachwuchsarbeit betreiben, dass deren Trainerinnen und Trainer gute Ausbildung haben. Fachlich sind die alle top oder der Großteil von ihnen, oder? Das ist, die bringen ja sehr viel Wissen mit. Wir möchten sie aber noch in einigen anderen Bereichen auf einen gleichen Level bringen, auch was Rechtliches zum Beispiel anbelangt. Und dort gibt es die Übungsleiterausbildung und die wird auch gefördert von uns. Die Vereine erhalten auch, je nachdem, wie viele Trainerinnen und Trainer sie haben, die diese Ausbildung absolvieren, dann entsprechende Unterstützung über die Fachverbände. Und wir versuchen damit auch gezielt zu steuern, die Qualität auch zu heben, denn wo junge Menschen hingehen, dort soll natürlich möglichst viel Fachkompetenz sein. Aber wir sehen es auch jetzt, wir haben bei diesen Pilotregionen für die tägliche Bewegungseinheit, da setzen wir wieder auf die Dachverbände mit ihren Vereinen, die im Hintergrund sind. Wir haben einfach so engagierte Sportcoaches in Vorarlberg, die haben wirklich viel Wissen und die bringen viel Freude, Motivation und Begeisterung mit. Und wir müssen das einfach nur zulassen und einmal ermöglichen. Und wann, wenn nicht jetzt? Es gibt ja auch wieder ein Sportsymposium, das stattfinden wird. Solche Möglichkeiten bietet man eben an. Und dann kommen auch wieder hochkarätige Fachleute. Wird gerne eigentlich angenommen, aber diese Trainerinnen und Trainer oder Funktionäre, die machen ja das auch in der Freizeit. Also die müssen ja viele Stunden opfern. Absolut. Und das ist ja eigentlich nicht hoch genug einzuschätzen. Oder wenn ich das in meiner Freizeit mache, anderen diesen Rahmen biete. Und ich glaube, wir können, wie gesagt, nur den Rahmen liefern mit einem Sportsymposium oder von Vorarlberg bewegt mit tollen Referentinnen und Referenten. Vor kurzem war eine Neurowissenschaftlerin da, die erklärt hat, was im Gehirn eigentlich alles passiert, wenn man sich bewegt. Also wir möchten motivieren, wir möchten den Rahmen bieten oder auch die Sportwelt, wo wir dann einfach einmal die Vorarlberger Sportfamilie zusammenholen und junge Athletinnen und Athleten dann neben den Olympiasiegerinnen und Siegern stehen haben. Also wir haben so eine tolle Familie, eine Sportfamilie,
die zusammenzubringen, zu motivieren, ihnen zuzuhören, zu hören, wo sind ihre Herausforderungen, dort dann gemeinsam anzusetzen, aufbauend auf der Sportstrategie, das ist unsere Aufgabe. Und wir haben ein sehr engagiertes Team am Start und ich hoffe, wir haben noch viele Begegnungen, wo wir das ständig und gut weiterentwickeln können. Ja, Spitzensport und Breitensport haben wir jetzt ein bisschen gestreift und werden jetzt dann gleich natürlich über ein Steckenpferd noch reden. Vorarlberg bewegt seit vielen Jahren Erfolgsgeschichte zuvor, würde ich sagen, schauen wir uns im Sportclub ganz kurz einige Impressionen an. Wir haben mittlerweile schon sehr, sehr viele Sportverbände hier bei uns begrüßen dürfen, verschiedenste Sportarten. Einen kleinen Zusammenschnitt, den haben wir jetzt. Ja, immer wieder begeisternd die Bilder auf dem Tischtennis. Da haben sich einige bei uns gemeldet, haben gar nicht gewusst, dass in Kennelbach da in dem Saal die Post so abgeht. Mhm. Wenn man jetzt so ein bisschen einen Querschnitt gesehen hat, ja, das macht richtig Spaß, dass es so viele tolle Sportlerinnen und Sportler im Land gibt. Also gut 1000%. Und ich glaube, jeder und jede findet das Richtige. Und man muss nur ein bisschen die Augen öffnen. Und wir haben so eine tolle Vielfalt und so ein tolles Angebot. Es geht nur darum, aufzustehen von der Couch und zu sagen, ja, und ich mache das jetzt. Und auch wenn, egal wie alt ich bin, egal wie fit ich bin, man kann sich eine Unterstützung holen. Wenn man sagt, ich bin mir nicht ganz sicher, dann gehe ich noch einmal zu einem Mediziner und lasse mir noch schnell querchecken oder gehe in ein Fitnesscenter, hole mir eine gute Trainingsberatung. Aber dann einfach tun. Man kann auch langsam beginnen. Es braucht nicht immer die Höchstleistung. Wichtig ist schon mal, sich zu bewegen. Man unterschätzt ja das Ganze. Wenn wir jetzt mal bei den Kindern und Jugendlichen bleiben, da sind ein paar Tausend im Bregenz, beim Vorarlberg bewegt, Kindermarathon, oder es sind an die 2000 junge Fußballerinnen und Fußballer in Schrunz, wenn ein internationales Turnier ist, oder Tausende bei einem Vorarlberger Landesturnfest. Man würde nicht glauben, wie viele Kinder eigentlich Sport betreiben. Das ist absolut richtig. Und ich freue mich immer, wenn ich gehe manchmal so überraschend auch auf kleine Bewerbe. Also vor kurzem war ich gerade bei den U16 Kletterern und das war auch sehr, sehr spannend, einfach da mal die Landesmeisterschaften zu sehen. Und wenn du dann siehst, die kleinen Stöpsel, die sind einfach 4, 5 Jahre alt und die hupfen da die Kletterwand hinauf, wo man sich denkt, unglaublich, was manche für Koordination haben. Also das ist die beste Basis einfach für die Zukunft. Also das zu sehen, das zu unterstützen, das ist unsere Grundlage. Das sind ja auch viele Sportarten. Klettern ist ja der absolute Boom, aber das ist so im Trend. Dann gibt es Sportarten, die sind alt eingesessen, die hat man eigentlich immer schon betrieben, könnte man meinen. Ja. Infrastruktur gibt es in Vorarlberg genug, dass man Sport betreiben kann. Aber es hat lange Zeit ein bisschen vielleicht auch Marketing gefehlt. Vor, weiß ich nicht, 10 Jahren hat man begonnen, Vorarlberg bewegt, so richtig ins Leben zu rufen. Diese Erfolgsgeschichte, die hält nach wie vor an. Die hält nach wie vor an. Also wir haben zwei Schienen. Wir haben den organisierten Sport über die Vereine, über die Verbände.
Aber wenn jemand sagt, ich will nicht zum Verein gehen, also das ist mir zu viel, jede Woche einen, zwei, drei, vier Termine zu haben, aber man bewegt sich trotzdem gerne, dann möchten wir mit Vorarlberg bewegt auch da wieder eine Brücke bieten. Also wir nennen sie manchmal auch Couch Potatoes, also aufzustehen und zu sagen, ja okay, ich mache das jetzt. Aber dann erklärt mir auch jemand, wie ich das richtig mache, warum ich das machen sollte. Oft geht es ja einfach nur um den Brückenbauer. Und wir möchten jetzt eigentlich, also Vorarlberg bewegt ist sehr, sehr renommiert. Und als ich als Sportlandesrätin begonnen habe und gesehen habe, was die alles machen, das ist so breit, das ist weit mehr als die Bewegungstreffs, die wir alle kennen in den Gemeinden mit den Plakaten, mit einem Fortbildungsprogramm, mit tollen Vorträgen, die organisieren, mit einzelnen Programmen, wo man Kurse absolvieren kann. Man kann wirklich, wenn man sagt, ich will meine Lebenshaltung umstellen, wie mache ich das und über eine längere Zeit begleitet werden, kann man das bei Vorarlberg bewegt. Tolle Website, findet man alle Infos. Aber ich würde es gerne eine neue Trägerrakete zünden und ich möchte gerne schauen, dass die digital werden, dass die noch leichter, noch barrierefreier auch, dass man den Weg dorthin findet. Und wir werden dazu eine neue App starten Mitte des Jahres und motivieren jetzt schon alle, uns dabei zu helfen. Es geht darum, um dieses Wissen rund um Gesundheit, vor allem natürlich Schwerpunkt Bewegung, aber auch Ernährung und sonstige Tipps, wie bleibe ich im Alltag gesund, von der Vorarlberger Bürgerin, vom Bürger hin zu bringen zu anderen. Also der User, die Userin erzählt, wie sie es selber macht, holt sich vielleicht den einen oder anderen als Kollege und sagt, ich bewege mich heute um fünf, mache eine kurze Wanderung, einen kleinen Spaziergang. Wer geht mit? Könnte auch ein Schritt sein gegen Vereinsamung, auch eine große Gefahr für die Zukunft. Man kann die tollsten Wege, die man findet, jemandem anderen weiterempfehlen. Und wir suchen im Moment in 100 Tagen 1000 Bewegungstipps, wir nennen sie Moves, und bitten alle, uns dabei zu unterstützen mit einem kurzen Video, also einfach einsteigen. Die Aktion heißt Bewegungsheldinnen. Man findet es unter der Vorarlberg Bewegt Website. Einsteigen, App herunterladen, neues kurzes Video posten und dann könnten wir Mitte des Jahres wirklich mit 1000 Moves starten. Das wäre ein tolles Ziel für uns. Wäre schon eine schöne Sache. Jedenfalls. Ein Yoga-Move organisieren. Alles. So in der Früh. Alles ist. Es ist von Yoga bis hin zum Berglauf alles möglich. Bis hin zum Spaziergang oder auch zur Bewegung beim Bügeln. Also es geht einfach alles. Alles. Dass wir noch beim Gendern ein bisschen bleiben. Die Frauen bewegen sich auch ordentlich. Ob das der Frauenlauf ist, wo Tausende mitmachen, das ist auch so ein bisschen ein Trend geworden, was dem Sport oder der Betätigung ein bisschen in die Karten gespielt hat. Ja, das finde ich auch. Und ich finde auch den Weg, den wir in Vorarlberg gehen, einfach Zielgruppen zusammenzuführen und gerade was unsere tollen Organisatorinnen dort leisten, das ist echt bemerkenswert. Und man sieht, es ist ein Manko. Also Frauen bewegen sich gerne mit anderen Frauen. Sie gehen mit anderen Frauen gerne Skitour. Sie machen beim Frauenlauf mit. Und es ist nicht für alle, aber für doch sehr viele ein bewährtes Format. Und ich habe es auch toll gefunden, dass es sich während der Corona-Zeit nicht da unterdrücken ließen, sondern sie haben das einfach ins Internet verlegt und man hat trotzdem mitmachen können, jeder und jede auf ihrem eigenen Weg. Also wirklich toll, egal was, einfach jede Bühne, jede Brücke hin zur Bewegung unterstützt uns. Das Vorarlberg bewegt ist ja, dass man den Kopf freikriegt, dass man nochmal diesen oder zurückkommen. In der Corona-Zeit, da hat es ja viele auch gegeben, die konnten nicht zur Schule gehen oder es war halt einfach nicht das, wie es war. Und gerade junge Menschen ab 12, 13 Jahren leiden oft sehr darunter, wenn sie einen Entzug haben. So kann eigentlich Sport und Bewegung sehr viel helfen, dass sie den Kopf vielleicht wieder frei kriegen. Wäre gut. Das ist eine ganz wichtige Prävention. Basis, ganz genau, weil wir sehen in der Prävention, dass Bewegung nicht nur hilft, einen gesunden Körper zu haben, also so gesund zu bleiben, sich gut zu ernähren, sich zu bewegen, sondern es ist auch Thema Nummer eins, um psychisch gesund zu bleiben. Und wir sehen dieses veränderte Bewegungsverhalten, es gab ja jetzt viele Studien, die uns das gezeigt haben, nicht nur durch den Eingriff in den Schulen, also man hat sehr schnell gelernt, dass es nicht funktioniert, Schulen zuzusperren und wieder zu öffnen, sondern dass wir da ganz viel auch von dieser sozialen Umwelt den Kindern und Jugendlichen nehmen und das hat gravierende Auswirkungen, die wir jetzt sehr intensiv spüren. Aber wir haben eben auch gesehen, dass diese fehlende Bewegung, wir haben ja auch den ganzen Breitensport heruntergefahren, nur die Kaderathletinnen und Athleten durften sich lange Zeit bewegen und trainieren. Aber für alle anderen war das eingestellt. Und nur wenige haben diesen Weg gefunden, sich in ihrer Freizeit eben doch alleine zu bewegen. Also diese Form des organisierten Sports so stark einzuschränken, darunter leiden wir sehr. Wir sehen es am Bewegungsverhalten. Und darum versuchen wir erstens
haben wir daraus gelernt. Wir werden versuchen, das nicht mehr so weit kommen zu lassen. Wir haben in Vorarlberg ja mit unserer Modellregion auch einen Lockdown überspringen können, vor allem um Kindern und Jugendlichen diesen Weg in die Bewegung weiterhin zu ermöglichen. Aber wir sehen auch jetzt, dass wir das Thema Gesundheitsförderung und Vorsorge, also achte auf deine eigene Gesundheit. Es reicht nicht zu wissen, was gut wäre, sondern man muss es einfach auch tun, dort noch einen Hebel zu bieten und das noch etwas zu erleichtern. Denn am schlussendlichen Tun, das können wir niemandem abnehmen. Tun muss es jeder noch selber. Die Sportlandesrätin hat heute noch einen Einsatz. Ich kenne jetzt ziemlich alle Sportlandesräte und Rätinnen in Österreich, aber ich habe bisher noch keine kennengelernt oder keinen, der so quasi gesagt hat, in meiner Amtszeit werde ich jede Sportart, die im Vorarlberg betrieben wird, einmal ausprobieren. Wie ist der Stand? Wo sind wir dran? Ja, wir waren jetzt auch ein bisschen unterbrochen von Corona, aber es ist eine ganz verrückte Idee, aber es bewährt sich und es macht extrem viel Freude und Spaß, denn ich nehme ja mein Büroteam mit und das gesamte Team vom Sportreferat, also alle, die immer Zeit und Lust haben, und wir lernen damit einfach die Menschen kennen, die hinter diesen Vereinen und Verbänden wirklich stehen. Wir trainieren mit jungen Athletinnen und Athleten, die haben natürlich auch Mordsfreude, wenn da die Sportlandesrätin mit 50 daneben steht und einfach lange nicht mithalten kann, völlig klar, aber ich komme in den Austausch mit Ihnen. Wir sehen, wir schreiben nicht nur, unterschreiben nicht nur Förderanträge, sondern wir sehen, was ist das Leben dahinter. Und es wird auch als Wertschätzung wahrgenommen, dass wir kommen und in den Austausch gehen. Und wir schätzen das sehr, dass wir kommen dürfen. Die Gastfreundschaft, die wir dort erleben, ist phänomenal. Also es ist von Karate, Fechten, Klettern, es war vieles schon mit dabei und ich freue mich auf jeden Abend. Und heute Abend steht Rollhockey am Programm. Ach, schön. Ich fürchte mich schon ein bisschen. Es wird schon werden. Familie Schratner wird schon warten. Vielleicht nochmal ganz kurz. Hier ist die Strategie drin. Dann gibt es natürlich ein Werk, was sehr begehrt ist, das Sportjahrbuch, wo immer wieder große Leistungen auch drinnen stehen. Genau. All das, glaube ich, kann man auch beim Land anfordern oder bei der Landespressestelle, also wenn man das möchte oder also was bestellen möchte. Also die Sportstrategie jedenfalls, die steht online auch zur Verfügung. Das Sportjahrbuch kann man über die Verbände bestellen. Wir haben es nur einmal bei der Vorarlberger Sportwelt, bei unserer Veranstaltung, kostenfrei an alle Teilnehmenden verteilt. Und heuer haben wir ja noch einen besonderen Vorteil, wir hatten eine eigene Broschüre, eine eigene Beilage gemacht fürs Sportjahrbuch zu Olympia und haben es Vorarlberger Festspiele genannt, weil wir einfach wirklich, und ich darf es heute überreichen. Ach, bitte, herrlich. Für dich. Ja, das ist ja super. Wir haben es neu konzipiert mit vielen interessanten und lesenswerten Geschichten, tollen Bildern und ja, ich hoffe, es macht Spaß. Und da werden wir rumschmökern. Das werden wir uns anschauen. Soll so sein. Liebe Martina, danke fürs Kommen. Dürfen wir wieder mal einladen? Ich freue mich immer, aber noch besser ist es, wenn der Vorarlberger Sport hier diese Bühne nutzen darf. Und ich danke euch auch für diese vielen Gelegenheiten, die ihr hier bietet, damit wir wirklich ein breites Bild für den Vorarlberger Sport zeichnen können. Und ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein. Vielen Dank. Tja, danke dir und wünschen viel Spaß beim Rollhockey. Das ist absolut ein Highlight. Für uns die nächsten Sendungen im Sportclub, unter anderem geht es um Trailrun, da freuen wir uns auf Dieter Reis, unter anderem, der hier vertreten sein wird. Wie immer, Montag ab 18 Uhr gibt es die Sendungen und freut uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid.